Und herzlich willkommen zu Tasty Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura. Und heute gibt es nach langer Zeit mal wieder ein Ikea-Haul. Wir sind so ein bisschen ausgerastet. Das hat mich auch ein bisschen genervt an der Kasse, muss ich sagen. Eigentlich wollte ich nur so ein paar Teile. Ich wollte vor allem einen neuen Schminkspiegel. Und was habe ich nicht bekommen? Einen neuen Schminkspiegel. Beziehungsweise einen neuen Schminktisch. Der war natürlich ausverkauft. Aber dafür war der ganze Einkaufswagen voll. Und ja, was das ist, das zeige ich euch heute jetzt mal so zu der Situation jetzt so während Corona. Bei uns ging es, wir haben echt nur 10 Minuten gestanden, wobei die Schlange schon echt lang war. Aber als wir rausgekommen sind, war es echt krass, es war wie Phantasialand, dass das alles so Schlangen mit so Gittern und so waren. Das war schon echt heftig und ich glaube, ich wäre auch genervt weggefahren, wenn ich das gesehen hätte. Wie gesagt, bei uns war es noch echt vertretbar. Also von daher an, das ist natürlich auch Samstag. Und wenn man unter der Woche fährt, denke ich mal, wird es auch gar nicht so schlimm sein. Jetzt legen wir aber mal los, würde ich sagen. Denn ich habe auch noch einiges anderes Cooles gefunden. Und ich bin so dämlich ehrlich, ne? Nachdem ich bezahlt habe, habe ich gemerkt, dass ich noch einen Gutschein dabei hatte, den ich extra eingepackt habe von Ikea. Aber den habe ich natürlich vergessen abzugeben. Naja, egal, Pustekuchen. Ne? Wir starten mal. Und zwar würde ich sagen, ich habe hier so ein Eimerchen. Da fangen wir erstmal mit an. Da ist zum Beispiel so ein Tischläufer drin. Ich glaube, der ist jedem bekannt. Super schlecht zu bügeln, aber einfach wunderschön und passt immer perfekt an so normale Esstische. Merit heißt der. Und ist halt so ein schöner Senf-Ocker-Ton, weil ich jetzt alles hier so ein bisschen in Ocker und Blau zusammengestalten möchte. Hier an meinem Tisch liegt übrigens derselbe in dunkelblau. Deswegen wollte ich das halt ganz gerne mitnehmen. Preise blende ich euch wie immer ein. Und kommen wir zum nächsten Ockerteil auch. Und zwar ist das zweimal der Gurli oder Girly, keine Ahnung. Kissenbezug. Ich wollte erst diesen Sanela nehmen. Kennt ihr bestimmt alle diesen Samt. Aber da kostet einer 8 Euro. Und da habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, es geht mir einfach um die Farbe und jetzt nicht so um den Stoff an sich. Und die waren halt echt wesentlich günstiger. Ich wollte ein bisschen, also wer mir bei Instagram folgt, falls ihr es nicht tun solltet, dürft ihr hier gerne auf das kleine Dreieck drücken. Da habe ich euch den Link reingepackt. Da habe ich euch den Boho-Balkon, den ich gestaltet habe, habe ich euch da reingepackt. Und dafür wollte ich halt gerne diese Kissen haben, die so gut zu diesem rauten Outdoor-Teppich in Schwarz-Weiß passen. Und ja, dafür brauchte ich die halt einfach. Freue mich natürlich, dass ihr, wenn ich euch da sehe, alle. Und ja, jetzt legen wir einfach mal wieder weiter los. Genug Werbung gemacht hier. Aber ich freue mich immer, weil da ist man doch so ein bisschen näher an den Leuten einfach. Ich liebe es, da zu quatschen. Dann, das war doch der Tipp. Ich weiß gar nicht, ob ich da einen Ikea-Haul. Ich glaube, der ist auch bei Instagram. Es war so ein kleinerer Ikea-Haul. Und zwar habe ich da so ein Gespräch gelauscht von so zwei Damen, die haben aber auch echt laut gesprochen und haben da mega diese Brettchen empfohlen. Und jetzt kann ich euch die auch total empfehlen, weil ich habe die letztes Mal schon mitgenommen. Die sind der Hammer, weil die einfach wie so ein Teller in die Spülmaschine passen. Nicht wie diese großen Bretter, wo dann immer dieser Ventilator oder was auch immer das ist, diese Düse von der Spülmaschine sonst sich nicht dreht und so. Und die sind halt super handlich, aber sind gleichzeitig auch schwer, dass die drauf liegen bleiben, wenn man halt wirklich was schneidet. Ich kann euch die total empfehlen, sind super günstig. Und ja, die Farben sind jetzt nicht der Hit, aber mein Gott. Nennen sich übrigens Ikea 365 Plus. So, dann habe ich was für eine Freundin mitgenommen. Wenn man in der heutigen Zeit zu Ikea fährt, kriegt man ja immer Aufträge, ne? Und zwar sind das zweimal diese Waschlappen, diese Kinderwaschlappen. Ich glaube, die kennt ihr, die sind echt richtig gut. Ich hatte die auch eine Zeit lang, aber bei uns passte jetzt einfach grau viel, viel besser rein. Und deswegen habe ich die halt auch für die Kinder genommen. Das sind wie so kleine Gästehandtücher. Die sind auch, glaube ich, in dem Heul drin. Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Kramer heißen die übrigens. Und auch was ich mitbringen sollte, waren diese Standard-Kleiderbügel. Und zwar einfach so Holzdinger. Kennt, glaube ich, auch jeder. Die sind echt ganz cool. Und ich weiß nicht, ob das neu ist, aber die gibt es jetzt auch in weiß. Ich weiß nicht, ob es die schon immer so gab. Ich glaube, die haben noch nicht mal einen Namen. Die heißen einfach Kleiderbügel. Die lege ich nämlich jetzt direkt mal zur Seite, weil das sind so meine Mitbringsachen. Genau. Und dann geht es hier weiter. Und zwar mit Eukalyptus. Das ist ja der Trend im Moment. Ihr seht es hier hinten, hängt es auch an so einem goldenen Ring mit so ein bisschen Pampasgras. Habe ich das so eingeflochten, habe ich selbst gemacht. Und dafür kann man sowas halt immer gut gebrauchen, so Trockenblumen. Die hat jetzt 3,95 gekostet, ist jetzt kein Schnäppchen, aber ist okay. Und hält ja auch ewig, ja. Ist ja auch eine Kunstblume, ne? Kann man halt auch super reinstellen. Es kommt auf jeden Fall bald die Roomtour. Wie versprochen, von oben. Aber ich bin noch nicht so ganz hundertprozentig fertig und deswegen wollte ich das noch nicht online stellen. Da fehlt noch so das ein oder andere Teilchen, aber sie kommt und die ist echt Hammer. Weil da oben ist dann wirklich alles picobello und alles richtig geil eingerichtet. Die eine Roomtour habt ihr vielleicht schon gesehen. Ich verlinke sie euch sonst mal hier oben. Das ist ja von der mittleren Etage. Da ist auch noch nicht alles so richtig fertig geworden, aber oben ist halt mega geil.
Genau, und dafür brauche ich auch noch ein bisschen Eukalyptus für so eine Vase. So, dann weiter geht's mit Teelichtern. Ich habe ja oben dieses Hängerchen, so ein Boho-Style gemacht. Und da sind halt auch große Teelichter dabei. Und da brauchte ich welche für, weil ich nur die kleinen hatte. Die riechen immer ganz lecker, so nach Vanilleeis. Die kennt, glaube ich, jeder. Ach, da schnuppert, glaube ich, jeder mal dran. Wenn man da in der Kerzenabteilung ist bei Ikea, ich glaube, jeder nimmt sich mal so eine Kerze und schnuppert da dran. Die haben aber auch manchmal echt geile Geschmacks- oder Geruchsrichtungen, finde ich. Richtig, richtig cool. Dann habe ich noch so ein Mini-Blümchen mitgenommen, weil das einfach so ein süßes Arrangement war. Oder wie nennt sich das? Mücke heißt sie übrigens. Ich so eine ganz winzig kleine Vase habe, die habe ich mir bei H&M Home bestellt. Und da habe ich mir gedacht, was steckst du da rein? Das sah so süß aus. Ich mag diese gebleichten Blätter halt super gerne. Das passt halt voll so zu meinem Style oben. Und das werde ich dann so abknipsen und da reinstecken, habe ich mir gedacht. Mega Schnäppchen übrigens. So, dann habe ich was geholt, was für ein späteres Produkt gleich vonnöten ist. Und zwar nennen sich die Bügelbänder. Sie heißen die. So sehen die aus. Ich brauche zwei direkt, denn es geht um Gardinen. Und ich habe echt keine Nähmaschine mehr, weil ich die verkauft habe irgendwann. Ich denke, ich hätte es noch so eben hinbekommen, Vorhänge umzunähen. Aber wenn man es sich leichter machen kann, warum soll man es nicht machen, denke ich mir so. Ne? Bevor ich jetzt irgendjemanden beauftrage und dafür noch Geld bezahle, viel. Oder halt auch wirklich mir jetzt entweder eine Nähmaschine noch kaufen würde oder sonstiges. Habe ich gedacht, ich versuche das mal mit diesen Bügelbändern. Falls ihr damit irgendwie Erfahrung habt, schreibt mir das gerne mal. Das würde mich mega interessieren, ob das klappt. Weil das wird sich wahrscheinlich bei mir wieder ein bisschen hinziehen, bis ich das gemacht habe. Und zwar klappt ihr einfach den Vorhang um. Auf die Länge, die ihr braucht. Das ist nämlich das Gute, weil ich habe hier auch zwei verschiedene Höhen. Wie gesagt, guckt in die Roomtour. Eine Seite, aber ich will halt auf beiden Seiten das gleich haben, aber eine Seite ist ein Stück höher als die andere Seite und deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Und so kann ich das wirklich genau anpassen. Mega gut. Also ihr nehmt es, klappt es so ein, so ein Bügelband und klappt dann die Seite um und bügelt das und dann ist es auf die Seite, auf die Länge gekürzt und könnt den Rest dann halt im Prinzip abschneiden. Ich bin so gespannt, also wirklich, weil ich das noch nie gemacht habe. Aber ich werde euch auf jeden Fall berichten, bei Instagram wahrscheinlich eher als hier. Aber genau. Ja, dann was, die sind nicht so super günstig gewesen. Ich glaube, das ist so ein Wasserliliengras oder so nennen die sich. So Übertöpfe, aber das ist halt auch wieder ganz nach meinem Boho-Geschmack, den ich oben halt auf dem Balkon habe. Und deswegen musste das halt mit. Ich habe da oben ja so ganz alt, das ist ganz alt nicht, aber so Steingut. Ja, was ist das? So Beton-Balkonkästen? Keine Ahnung, die sehen ganz fancy aus, weil ich die jetzt Gold angesprüht habe. Aber da musste noch so ein bisschen was Natürliches noch mit rein und so. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Ich denke aber, dass ich einen vielleicht sogar nach draußen packe und einen dann, weil ich in der Mitte halt wirklich so einen großen Freiraum habe. Friedful nennen die sich übrigens. Ganz passend zu der Zeit, ne? Freut mich. Da draußen guckt der Bene rein. Hi. Ich sitze hier übrigens nur am Tageslicht. Ich hoffe, das ist hell genug. Aber ich glaube, es hält sich noch in Grenzen. Wir müssen ein bisschen reinhauen, glaube ich, dann klappt das mal. Wo ich jetzt gerade alles drin gelagert hatte, einfach so einen weißen Papiereimer, immer für die Kinder ganz praktisch. Den letzten haben wir entsorgt, weil die Kinder da klebrige Bonbons rein, die haben es nicht mehr sauber bekommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir den einfach nochmal mit. Der geht, glaube ich, immer. So, ach guck mal, ich habe hier auch noch was liegen übrigens. Das ist zwar nicht von Ikea, ich habe noch ganz viel Ikea, aber das zeige ich euch trotzdem mal ganz cool, weil das duftet hier schon die ganze Zeit so geil. Und zwar ist das getrockneter Eukalyptus, also wirklich echter, weil ich diesen Kranz halt auch nochmal mit echten Blumen machen wollte. Ich bin gespannt, weil es schon sehr, sehr trocken ist, ob das so klappt und ob es bricht, muss ich mir echt mal angucken. Aber es riecht so geil. Gerade kam mein Nachbar runter, hi Adam übrigens, und ich war so am Schnüffeln, der guckte mich so an, was macht sie da? Ich so, riecht so lecker. Aber ich auch echt einfach geil, so richtig frisch und so. Aber es krümelt halt echt heftig. Mal sehen, was ich daraus mache. Mir fällt schon wieder was ein, ne? Ich bin ja kreativ. Ach so, hier habe ich noch was ich mitbringen sollte. Und zwar haben wir die ja auch zu Hause, diese Turnmatte, aber jetzt einfach in geileren Farben. Früher gab es die nur in diesem quietschgrün. Und jetzt ist halt so ein bisschen, ja, diesem Scandi-Trend gefolgt. Und die Kinder lieben die. Die bauen daraus Häuser bei uns. Und ich habe die jetzt für eine Freundin fürs Kind mitgebracht. Die machen Kuschelköpfe da drauf. Ich habe schon mal einen Handstand drauf gemacht, dass wenn ich falle, dass es nicht so schlimm ist. Und ja, die wird auf jeden Fall sehr genutzt bei uns. Kann ich euch nur ans Herz legen. Dann habe ich noch was Cooles mitgenommen. Eigentlich wollte ich diesen, ich weiß gar nicht, wie der sich nennt. Ich glaube, den kennen alle, diesen Rollwagen. Das ist so ein Servierwagen. Den gibt es halt auch in richtig geilen Farben. Und der kostet jetzt 40 Euro. Und ich wollte den nämlich nehmen für Bastelzeug. Weil der Bene, der bastelt super, super viel. Super gerne. Ich ja auch. Und dann haben wir alles so beisammen, alles an einem Punkt. Und können das aber durch die Gegend fahren.
Und das ist halt richtig, richtig cool, weil dann habt ihr es direkt aufgeräumt, man kann es direkt auf diesen Wagen wieder packen und es einfach wegschieben. Das ist mega praktisch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich euch erzählt habe. Ich musste eine kurze Zwischenpause machen, weil ich mich tierisch aufrege. Ich verkaufe im Moment echt viele Sachen hier bei eBay und die Leute sind einfach so unzuverlässig. Kennt ihr das? Verkauft ihr auch schon mal Sachen bei eBay Kleinanzeigen? Es ist einfach eine Katastrophe. Ich rieche mich so auf. Ich habe dem schon 3 Tage hintereinander geschrieben, ob das dabei bleibt. Und heute sollte er es abholen gleich noch. Und dann schreibt er mir noch nicht mal. Und ich schreibe ihm jetzt schon wieder und habe die sogar noch abgebaut, so eine Bar. Und dann schreibt er, er schafft das nicht. Ich so, ja, schön, hätte man vielleicht auch vorher mal sagen können. Oh, so, genug aufgeregt. Das ist eBay. Ich hasse es, ehrlich. Ach nee, genau. Jetzt weiß ich echt nicht mehr, was ich euch dazu erzählt habe. Aber auf jeden Fall will ich diesen, habe ich euch das überhaupt schon gezeigt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt zeige ich es euch einfach nochmal. Und zwar nennt er sich Hornavan. Oder so ähnlich. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Und der ist halt dann wirklich für diese ganzen Bastelmaterialien da. Deshalb aber einfach eine günstigere Variante und kostet nicht direkt 40 Euro. Weil ich muss den jetzt auch nicht öffentlich hier stehen haben oder so, sondern der kommt wirklich hinters Büro. Aber halt was, was man transportieren kann, auch mit Rollen, für die Kinder halt einfacher auch Ordnung zu halten. Fand ich ganz gut. So, das dazu. Vollkommen aus dem Konzept gebracht, der Kerl da. So, und dann brauche ich was. Oh, jetzt düst hier alles runter gerade. Und zwar ist es sehr groß und es war auch echt teuer. Und da fällt immer mehr. Oh mein Gott. Ich hatte mir wieder bei Poster Store, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich hatte mir ja ganz, ganz viele Bilder bestellt. Das habt ihr zum Beispiel in der anderen Roomtour gesehen. Ich habe mir so Bilderwände gestaltet, weil ich das einfach mega cool fand. Oh, wie süß, jetzt sitzt hier eine Meise bei uns auf dem, direkt am Fenster. Putzig. Kleine ADHS-Störung. Auf jeden Fall hatten wir da ganz viele Bilderwände, habe ich gestaltet. Und jetzt habe ich mir ein Mega-Bild da bestellt. Richtig, richtig geil. Wenn ihr bei Instagram folgt, ich kriege auch bald wieder einen 30%-Code. Dann findet ihr den da auf jeden Fall. Und die Bilder sind der Hammer. Da kann Desenio oder wie die heißen, echt gegen einpacken. Das ist so eine schwedische Firma und die haben so richtig geiles, so schwedisches Papier, was mega zu diesem ganzen Scandi und dieses alles, was im Moment so in ist, beim Einrichten passt. Weil es so matt ist. Es ist nicht so wie so eine Posterart. Es ist einfach nur geil, wirklich. Und ich habe mir so ein richtig fettes Bild bestellt, was einfach auf die, ja, auf die Toilette, wir haben ja so eine separate Toilette oben und da sollte es halt hin. Und ja, deswegen habe ich jetzt so einen fetten Bilderrahmen. Ich habe noch nie so einen großen Bilderrahmen gesehen. Und zwar sind da 70 mal 1 Meter. Ich mache das mal gegen so ein Panorama. Ich dachte gerade, da wäre was kaputt gegangen. Zum Glück war das nur dieser Bastelmann. Das hätte mir auch noch gut passieren können. Sowas passiert mir eigentlich ständig, muss ich sagen. Aber es war wirklich nur dieser Wagen. Puh, Glück gehabt. Ui. Genau, der war das. Der war halt relativ teuer mit 25 Euro. Aber ich brauchte jetzt so einen großen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich den weiß lasse oder ob ich ihn vielleicht sogar Gold ansprühen werde. Ich habe ja wieder 3 Dosen gekauft bei Action. Ihr kennt mich ja, ich bin ja die Goldmarie. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht lasse ich es auch einfach so, wie es ist. Jetzt muss ich mal ein Stückchen rüberrutschen, denn ich habe hier noch so einiges liegen, was aber jetzt leider alles so runtergefallen ist. Schrecklich. Das Bild ist übrigens auch daher, aber das ist zum Beispiel schon relativ groß für meinen Geschmack gewesen. Aber es ist tatsächlich nur 70 mal 1 Meter. Und jetzt haben wir hier einfach mal, nee, warte mal, 70 mal 50. Jetzt haben wir einfach mal hier 70 mal 1 Meter. Also nochmal eine ganz andere Hausnummer. Dann habe ich mir, ja genau, ich wollte euch ja die Vorhänge zeigen. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen hier zur Seite. Und zwar habe ich mir diese Sanela-Vorhänge geholt. Also wirklich diese Samtziegel. Ich zeige euch das mal. Und zwar ist das so ein dunkles Blau, passend zu dem Läufer. Und die werden halt kombiniert mit einem Ockerfarben. Die zeige ich euch jetzt gleich, sobald ich die finde. Schweineteuer. Was heißt Schweineteuer? Ich muss sagen, für Vorhänge fand ich es schon recht happig, was ich jetzt bezahlt habe. Ich glaube, ich habe jetzt, weil ich halt wirklich 2 große Fenster habe und jeweils doppelt hänge, habe ich jetzt bezahlt 60, 120, 240 Euro für Vorhänge. Für mich ist es schon viel, finde ich. Aber wenn ich mal sehe, was so ja, selbst genähte Vorhänge kosten, da ist man locker bei 1000, 2000 Euro, ist es auch okay, finde ich. Klar, es ist jetzt kein Einzelstück oder so, was man jetzt irgendwie was Besonderes hat. Aber in der Kombination kann man da doch schon sehr kreativ sein, finde ich. Und kann da eine ganze Menge draus machen. So. Jetzt zeige ich euch den anderen Vorhang noch. Und zwar ist es immer so ein Doppelpack. Das ist natürlich ganz praktisch, dass es nicht nur einer ist schon mal. Weil sonst wäre es natürlich einfach noch teurer. Das ist halt wirklich dieser Ockerton bzw. so ein Senfton.
fand ich ganz cool. Der nennt sich Maigul oder so. Ist jetzt aber kein samtiger, sondern das ist wirklich, ist aber auch ein Verdunklungsvorhang. Brauchte ich eigentlich überhaupt nicht. Also mir hätten günstige Vorhänge total gereicht, aber es gab die einfach nicht in den Farben, die ich wollte. Und deswegen habe ich die jetzt einfach geholt. Das sind halt sehr schwere Vorhänge. Und ich habe mir gedacht, weil das hier so ein riesen Raum, das heißt Raum, es waren ja mehrere Räume. Meine Eltern haben damals hier die ganzen Wände rausnehmen lassen und einfach nur Balken oben reinlegen lassen oder Träger, wenn sich das, glaube ich. Und dadurch wirkt halt dieser Raum einfach wahnsinnig groß und offen. Und vielleicht nimmt das wieder so ein bisschen diese Kühle weg und ja, lässt das Ganze ein bisschen wärmer erscheinen. Ich muss mal gucken, wie es aussieht. Ich hoffe, es ist so nach meinem Geschmack, wie ich mir das vorgestellt habe. Das weiß man ja nie so genau vorher. Dann habe ich mir ein cooles Plate für oben für den Boho-Balkon wieder mitgenommen. Auch eins, was bezahlbar war. Das hat jetzt, glaube ich, 13 Euro oder so gekostet. Und es gibt natürlich auch welche für 25 Euro und so. Aber die sind halt einfach auch immer schnell oll. Gerade so Naturmaterialien bzw. grober gestrickte Sachen, wenn man die oft wäscht. Und gerade mit Kindern wäscht man halt einfach oft die Sachen. Die bleiben nicht sauber. Und deswegen habe ich mir so ein etwas günstigeres mitgenommen. Fand ich aber trotzdem total süß. Das heißt Udrun, es gab auch eine Ingrun und so weiter und so fort. Reicht auf jeden Fall vollkommen für den Balkon. Jetzt muss ich mal wieder abtauchen hier. Und zwar ist hier der zweite Sanela-Vorhang. Den habe ich euch ja gerade schon vorgestellt. Und hier sind meine ganzen, sorry für den Krach, Leute. Die nennen sich Inner und sind halt wirklich Kissen für Innen. Also Innenleben für Kissen. Die habe ich noch geholt. Einmal zwei für die Traumhöhle, die ich für Freddy zum Geburtstag mache. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Die mir vielleicht schon länger folgen, alle meine Videos gucken, die haben es schon gesehen. Und zwar machen wir so eine, also zum Geburtstag, ich habe gesagt, Spiele hat er genug, Spielzeug hat er en masse, auch von dem großen Bruder noch und so. Deswegen machen wir mal irgendwie so ein bisschen was Persönlicheres. Er kriegt so eine Traumhülle, also wirklich über die Couch halt, kuschelige Kissen rein und so ein, wie nennt sich das, Baldachin oder Moskitonetz, aber kein Moskito, sondern richtig aus festem Leinenstoff. Dann so Regale, wo man so Bücher reinstellen kann. Und dann haben wir eben noch so ein Bücherregal angemalt mit für Toni-Figuren, diese mit den kleinen Leitern von Ikea, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Dann kommt noch, habe ich so selber einen Traumfänger gebastelt für ihn mit so Lichterketten, die so runterrieseln. Ja, so einiges Schönes. Also ich glaube, da freut er sich auf jeden Fall. Und dafür brauchte ich halt auch noch Kissen. Also einmal sind zwei für den Balkon oben, wo ich diese ockerfarbenen Bezüge geholt habe. Und dann halt noch zwei für diese Kuschelhöhle. Jetzt überlege ich, wo ich weitermache. Ich glaube, wir fangen hiermit an. So, und zwar habe ich die auch schon mal geholt, im letzten Mal, aber die sind einfach so wunderschön und die passen hier so gut hin. Und ihr seht die bestimmt schon da hinten irgendwo in der Küche. Nee, ihr seht die nicht. Ist doch nicht weit genug. Und zwar sind das diese dunkelblauen Rauchglas-Vorratsgläser. Mega, mega toll sehen die aus. Einfach so in Kombi, macht ihr ein bisschen Reis, ein bisschen Haferflocken. Habe ich jetzt drin, was ist in den dritten drin? Milchreis sehe ich gerade. Richtig toll sieht das aus, einfach wunderschön. Gibt es auch in so einem hellen Grün, durchsichtig natürlich sowieso, aber ich fand dieses Dunkelblau, das passt jetzt auch so mega zu meinen Vorhängen und ich bin richtig glücklich darüber. Freue ich mich sehr. So, was haben wir denn hier noch? Haben wir noch irgendwas? Ich glaube, wir haben nur noch den zweiten Vorhang. Schreibt, guck mal hier unten, nicht auch nichts mehr. Nee, ich glaube, das war's, liebe Leute. Ist ja auch genug. Ah ne, da ist doch noch was, sehe ich gerade. Genau, der zweite Vorhang steht auch nochmal in so einem Ocker. Die Gläser heißen übrigens Korken, wieder Korken. Nur damit ihr das wisst. Und hier habe ich auch noch mal ein bisschen was mitgenommen. Habt ihr vielleicht bei Insta gesehen, wenn ihr mir da folgt. Und zwar diese rosa, ganz normalen Standard-Übertöpfe. Und ich nehme ja immer das Goldspray von Action. Und zwar das Chromspray, nicht das normale Goldspray. Und dann sprühe ich wirklich nur den unteren Rand an. Habe ich hier schon alles voll stehen, die ganze Fensterbank hinten. Wirklich nur unten. Aber ruhig so ein bisschen, dass das so rüber rieselt. Also unten richtig schon gerade und dann oben halt kann es so ein bisschen verlaufen. Könnt ihr aber auch abkleben, zum Beispiel mit Malerkrepp und dann habt ihr so eine richtig gerade goldene Kante. Sieht auf jeden Fall mega wohnlich aus, mega schön aus. Die nennen sich Papaya übrigens. Und jetzt die kleinen, ich glaube, da gibt es auch größere oder verschiedene Farben von, verschiedene Formen, verschiedene Größen von. Meine Güte, Laura, was ist denn los? Das ist die Aufregung wegen dem Typ von eBay, ganz ehrlich. Den ganzen Tag planen sie nach dem und dann sowas. Und sieht halt mega, mega stylisch aus. Und dann habe ich noch für den einen Topf hier, für diesen
Wasserlilientopf noch so eine Aloe Vera mitgenommen. Das fand ich ganz cool. Die sah irgendwie total süß aus. Und ja, ich glaube, wenn ich die auf den Balkon stelle, wächst die auch schnell und schön. Und das sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus. Und die braucht auch nicht so super mega viel Wasser. Denn ich bin eine Einwochengießerin. Wie nennt sich das? Zumindest habe ich keinen grünen Daumen. Und ja, mein Gießtag ist immer der Sonntag. Macht ihr das auch so? Oder wie macht ihr das? Also ich gieße wirklich nur sonntags. Und dann, noch nicht was mit einer Gießkanne, nehme ich immer alte Wasserflaschen leer, mache die voll und schütte einfach so rein. Okay, draußen müssen wir öfter gießen, das ist wegen der Sonne leider so, aber auf dem Balkon und in der Wohnung oder im Haus reicht es auf jeden Fall. Zum Glück. So, ihr Lieben, das war mein IKEA-Haul nach einer langen Zeit mal wieder. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren oder mit einem Daumen nach oben. Ich verlinke euch auf jeden Fall zwei neue Videos hier. Da dürft ihr gerne reinschauen. Ich hoffe, die gefallen euch. Und wenn euch das gefällt, was ich mache, freue ich mich auch sehr über ein kostenloses Abo von euch. Drückt einfach hier auf den kleinen Knopf oder hier unten bei Abonnieren. Drückt das Glöckchen, damit ihr auch kein neues Video von mir verpasst. Und dann freue ich mich, euch vielleicht schon beim nächsten Mal zu sehen oder auf Instagram zu sehen. Ich sage tschüss und bis dahin, eure Laura.